Die 2TV auf Hofholz und neben mir sitzt Danny. Grüße dich. Hallihallo. Danny, heute dein Konzert, Danny and the Chicks. Wie war das? Vintage End of Summer? Ja, Vintage in Concert, End of Summer. Vintage in Concert, entschuldige. Ja, End of Summer. Und wir wollten eigentlich den Leuten nochmal dieses Sommergefühl geben. Und ich hoffe, das ist, ist uns auch gelungen. Also so wie das aussah vom Publikum her, einwandfrei. Ja, waren ja auch schöne Leute da. Sweet Sisters, Peter Grimberg und dann eben zum Abschluss wir mit Danny and the Chicks. Und dann verführen wir die Leute immer so ein bisschen in die Zeit der 50er Jahre und auch in die Sonne. Ja, okay, Sonne hatten wir heute nicht, aber ist egal, hat trotzdem alles funktioniert. Sag mal, wie kommst du auf Hofholz? Ja, das hat sich eigentlich durch einen Zufall ergeben. Wir sind mal hier vorbeigefahren und dann ist uns diese wunderschöne Location aufgefallen. Wir haben dann einfach hier nur einen Kaffee getrunken und haben was gegessen und haben uns gedacht, Mensch, das wäre eine Location, wo man mal so eine Open-Air-Geschichte machen kann. Nicht zu groß, nicht zu klein und es passt irgendwie, weil das Ambiente und das Flair ist so ein bisschen 50er-Jahre mäßig. Und vor allem zur Not auch noch ein Dach drüber, ne? Gott sei Dank. Vor allen Dingen, wenn es regnet. Eben drum. Sag mal, Danny, demnächst von dir. Bitte? Demnächst von dir was Neues. Ja, wir sind gerade dabei, eine neue Single zu machen im Studio. Und zwar gab es in den 80er Jahren schon mal von den Ace Cats das Lied Rockabella. Und das haben wir jetzt neu aufgepeppt, haben dafür auch die Freigabe bekommen und das wird unsere neue Single. Und ich hoffe, dass die Leute, die noch aus den 80ern kennen, sich freuen, dass es nochmal neu aufgelegt worden ist. Und für die, die es nicht kennen, denke ich, ist es eine absolut schwungvolle, tolle Nummer. Natürlich auch wieder ein Rockabilly-Style. Auf jeden Fall. Das ist ja unser Stil und wir machen ja hauptsächlich deutschen Rock'n'Roll. Und da passt das ganz gut rein. Gehe ich mal von aus. Du hast vorhin auf der Bühne hast du was von einem Album erzählt. Ja, wir haben jetzt kürzlich vor einem Monat unser Album rausgebracht. Lucky Strike heißt das. Mit vielen neuen eigenen Titeln, eben deutscher Rock'n'Roll. Aber auch mit den ein oder anderen Coverliedern von Elvis Presley. Also so quer durch Beat eigentlich. So eine Hommage an verschiedene Interpreten der 50er Jahre. Und das eben verpackt mit unseren eigenen Nummern. Und ich denke, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich lasse mich mal überraschen, ich werde mal reinhören. Sag mal, so eine Aktion wie heute, Peter Grimberg, die Sweet Sisters und Danny and the Chicks, planst du sowas öfter? Ja, also wir haben jetzt diese Vintage in Concert-Reihe ganz neu ins Leben gerufen. Das ist jetzt eigentlich die dritte Aufführung, die wir machen. Und die haben wir eigentlich vor, jetzt mindestens 4-5 Mal im Jahr zu machen. Wir haben jetzt hier auf Hofholz nochmal einen zweiten Termin, und zwar im Dezember, wo wir eine schöne Weihnachtsshow machen wollen. Das heißt, Weihnachten wie in den 50er Jahren. Wir werden dann natürlich nicht nur Weihnachtslieder machen, sondern auch das altbewährte Rock'n'Roll-Programm, aber auch schöne Weihnachtslieder von Marilyn Monroe und so weiter und auch unsere eigenen. Wir haben auch schöne eigene deutsche Weihnachtslieder im Rock'n'Roll-Stil. Dann werden hier in Hofholz auch wie am Weihnachtsmarkt ein Glühweinstand aufgebaut und. Und ich hoffe, das wird ganz schön. Danny, ich drück dir ganz, ganz doll die Däumchen für alles, was du vorhast. Und ich sag einfach mal, wir werden dich weiter verfolgen, ne? Das will ich doch hoffen. Was natürlich nicht unangesprochen sein sollte, ist unser Musical Erdbeerbrause, die Wirtschaftswunderrevue. Wir hatten ja jetzt erst kürzlich in Köln im Milowitsch-Theater unsere große Premiere, die ein voller Erfolg war. Die Presse hat uns in den höchsten Tönen gelobt und da wird es natürlich jetzt noch Fortsetzungen geben. Wir werden jetzt als nächstes am 24.11. im Marientor in Duisburg sein und ab nächstes Jahr gehen wir damit auf Tournee. Ja, Peter Grimberg deutete schon sowas an. Lädst du uns dazu ein? Aber selbstverständlich, wenn ihr kommen wollt, seid ihr jetzt schon eingeladen. 24.11. Marientor, Duisburg. Mal gucken, wie wir Zeit haben. Ich danke dir erstmal. Ich würde mich freuen. Gerne. Oh, shoot. She done me wrong.